So, es geht weiter. Nächste Runde. Ja, willkommen zurück. Während das Spiel lädt, quatscht jetzt ein bisschen voll. Da ist es auch schon geladen, ich will mal dazu. Wir gehen hier nochmal rein. Ich denke mal, die Schwierigkeit lassen wir so. Schauen nochmal kurz den Talentbaum. Wir hatten ja hier ein bisschen abgegradet letztes Mal. Ja, weiß nicht, kann man den schon? Ne, das ist noch im Under Construction. Hier ist auch noch nichts Neues dazugekommen. Aber ich informiere euch natürlich, wenn ein Update rauskommt für das Game. Es macht auf jeden Fall richtig Bock. Und wir gehen gleich mal rein. Ich habe mir gedacht, wir gehen heute auch ein bisschen auf AOE-Schaden. So auf Zauber und mal schauen. So wenig wie möglich auf Nahkampf. Obwohl wir da eigentlich ein paar Skills abgegradet haben, was gleichzeitig aber mehr Schaden ist. Schon mal die Elite hier. Jawohl. Zahn des Riesen. Durchbohrt drei zufällige Ziele mit massivem Speer. Wirbelschlag. Wir rollen das mal. Schleudert einen langsam bewegenden, ne? Atmet eiskalten Frost. Ruft Blitze vom Himmel. Ich würde mal sagen, wir nehmen den mit der kürzesten Abklingzeit. Ach, das. Die Blitze sind doch gut. Ich hoffe, davon kriegen wir ein bisschen Cooldown Reduction noch dazu. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit dem Bild natürlich bis zum zweiten Boss kommen, sofern es einen gibt. Kann natürlich sein. Bin auch gar nicht sicher, was die maximale Runde ist, weil wir. So, Schockchance. Unterkühlungschance. Bewegungsgeschwindigkeit hört sich gut an. Können wir alles mitnehmen? Natürlich nicht. Dann nehmen wir zuerst Schockchance. Nehmen Sauer mit. So. Die Blitze sind schon mal gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. So, besonders wenn die in der Gruppe rumhängen. Zeigt eine Blitzexplosion um dich herum, die alle Feinde daran trifft. Das hört sich doch gut an. Schau mal. Oh ja, das ist so eine. Ich hoffe, wir können die Range noch ein bisschen erhöhen. Oh, das sieht da ganz nach dem Blitzbild aus. Sehr gut. Ja, das Spiel ist wie immer unterm Video verlinkt. Wer selber Bock hat, da reinzustarten, ist auf jeden Fall nur eine Demo. Aber ich denke mal, dass sie kräftig weiterarbeiten an dem Spiel. Das wird nämlich ziemlich cool. So, Multiplikator für Crit, denke ich mal. Entzündungschance. Können wir beides mitnehmen? Ja, wir nehmen einfach alle vier mit. Easy. So. Dürfte gleich. Wir dürfen gleich in die zweite Aufwertung kommen. Ich weiß gar nicht, ob wenn die Innenpreisen auch Schaden kommen. Arktischer Angriff. Riesigen Eisbrocken noch dazu fallen lassen. Schaden 16. Abklingzeit auch 5 Sekunden. Wir nehmen den mal mit und ich denke mal, dass diese Blitzkugel vom letzten Mal auch seinen Platz in unserem Bild finden wird jetzt. Na gut, der Eisblock ist schon mal. Uiuiui. Brauchen wir nur noch mehr Bewegungsgeschwindigkeit, damit wir schneller wegrennen können. So, die Weltstufe hat sich erhöht. Jetzt wird alles ein bisschen tougher. Aber wir machen eigentlich ganz gut Schaden. Also von daher. Easy. So. Ich habe mir jetzt vorgenommen, immer mal so zwischendurch. So. Ich erzähle gleich weiter. Bewegungsgeschwindigkeit, physischer Schaden. Ja, physischer Schaden brauchen wir nicht. Schockchance, Kälteschaden. Oder wir rollen nochmal. So. Unterkühlungschance. Erhöht erhaltenere und Lebensregeneration. So. Ich kriege jetzt mehr Erfahrung. Regenerieren Leben ein bisschen. Das ist immer ganz gut. Ich habe jetzt vorgenommen, mal so in verschiedene Spiele reinzutesten. Und das alles einfach in so einer. Ja, nebenbei mal so ein paar Videos mit rauszuknallen, weil ich denke mal, dass nicht alle in Shrouded so nice finden und die wenigsten von euch in letzter Zeit Valorant spielen.
geschweige denn dafür Videos angucken. So, Thor's Hammer ist, denke ich mal, auch eine ganz so gute. Was haben wir hier? Die Vögel. Arktischer Angriff. Ich glaube, wir nehmen die Vögel auch noch mit. Die fliegen ja auch noch so schön im Kreis. Dann wird es mal, denke ich, noch das nächste OP-Bild werden. Hoffe ich zumindest. Schauen wir mal, was wir. So, wir müssen noch die Blitzkugel einpacken oder sind wir eigentlich schon soweit? Dann müssen wir nur noch upgraden. Aua. So, Blitzschaden auf jeden Fall. Halten Erfahrung nochmal erhöhen. Angriffsgeschwindigkeit. Alles ist gut. Obwohl die Angriffsgeschwindigkeit gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es auch auf Zauber zählt. Bin ich mir gar nicht so sicher. Wir holen uns mal schnell den goldenen Apfel da hinten. Wow. Genau reingelaufen. Stufe 3. Jetzt müssen wir. Also ich denke mal, dass wir beim nächsten Level-Upgrade, wenn wir, sofern wir nicht die Kugel bekommen, das erste Upgrade raushauen. Und dann uns, glaube ich, auf die. Ich weiß gar nicht. Ich könnte. Bin mir noch nicht ganz sicher, auf was wir uns konzentrieren. Vielleicht auf den Eis-Meteor, der da vom Himmel fällt. Oder auf die Blitze. Ich glaube, die Blitze sind auch übertrieben. Gletscherspalte. Stufe 2 explodierende Äxte auf zufällige Ziele. Ah, ich glaube, wir nehmen die mit. Schaden 10, Ablenkzeit 3,4 Sekunden. Das ist so auch okay. Easy. Bum, bum. Okay, die explodieren tatsächlich. Sehr geil. Den Shepard's schon ordentlich hier auf Bildschirm. Fügern die mal hier ein bisschen auf die rechte Seite vom Spielfeld und dann tun wir uns drüben mal die ganze XP. Ich glaube, die kommen eh gar nicht an uns ran, oder? Doch. Oh oh. Dass wir nicht mehr rauskommen. Wäre nicht das erste Mal, dass wir eingekreist werden und dann. Spawnt direkt was Neues rein und Sandwiches. Oh. So, Stufe erhöht. Also die Weltstufe, jetzt Elitewelle. Gehen wir hier durch. Oh. Blitzschaden plus 11. Blutungschance, Rüstung. Ah, ich weiß nicht, ob Blutungschance so in unser Bild passt. Wir nehmen einfach mal erstmal nur das mit. Und knallen beim nächsten Mal einfach alles raus. Ich glaube, wir machen hier noch ein Level auf der Seite. Oh. Die halten aber viel aus. Kommen gar nicht raus hier. Ah, den Dash noch gar nicht benutzt. Total vergessen, das Ding. So. Jetzt haben wir hier einen dicken Flock von Gegnern. Müssen wir ein bisschen näher da bleiben. Damit wir den Blitzring abbekommen. So, jetzt holen wir jetzt hier oben die XP. Arktischer Angriff. Bin mir gar nicht sicher, wenn wir jetzt noch eine neue Fähigkeit dazu nehmen, wie diesen Tornado, welche wir dann rausschmeißen sollten. Aber ich glaube, wir bleiben hier beim arktischen Angriff. Die Lupe, da. Und kreisen wir hier ein bisschen. Weil jetzt erhöht sich gleich die Stufe, denke ich mal. Und dann haben wir noch 1000 Elite-Gegner hier rumhängen. Das ist natürlich nicht so toll. Aber mit steigendem Schaden werden die auch langsam verschwinden. War genau die Kugel. So, ich habe Angriffsgeschwindigkeit 17%. Das ist natürlich nice. Kritische Trefferchance. Ausweichrolle mal 2. Also haben wir jetzt 2 Stück. Wir nehmen einfach alles mit. Wow. Aufpassen, dass wir nicht in so einem roten Kreis stehen bleiben. Wir wissen alle, was passiert dann. Zumindest jeder, der in der letzten Folge dabei war. War ganz glorreich. Da habe ich mich noch gefeiert, wie hoch unser Schaden ist und dann war die Runde auch schon vorbei. Das geht manchmal schneller, wie man denkt. Wir müssen jetzt mal ein bisschen näher an die Mitte ran. Ferner Schatten laut in der Dunkelheit. Okay.
Ich habe was überlesen gerade. Egal. Durchwerfen. Achso, das ist die Blitzexplosion. Nice. Da haben wir uns auch ein Upgrade gewünscht, eigentlich. Bleiben wir ein bisschen stehen hier kurz. Gar nicht. Zumindest, dass sie mal alle hier in die Richtung unterwegs sind. Boah. Ah, wir müssen noch ein bisschen mehr Rüstung mitnehmen, glaube ich, weil wir kriegen ja richtig Schaden von den Fernkampfeinheiten. Nicht nur von denen. Aber ja. Wir wollen noch hier den zweiten Boss halt erreichen. Ich denke nicht, dass das klappt, wenn wir weiter so rein in hier. Wir schauen mal. Sammelrad ist. Ah, Lebensregeneration. Durchdringen auch nice. Schockchance. Und Sammelradius. Wir nehmen aber auch wieder alles mit. Guck mal hier auf der einen Seite. Auf der linken Seite die Werte. Die kann man ja irgendwie in-game gar nicht aufrufen, obwohl es da unten steht. Oder ich kenne die Taste einfach noch nicht. Da steht eigentlich Shift, müsste das sein. So, jetzt mal schön hier die Blitze reinhauen und die dicken Viecher. Das sieht doch schon gut aus jetzt. Boah. Holen wir uns hier schnell die XP. Ich mal hier ein paar Blitze reinhauen. Los geht's. Wir müssen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob man auch die Abgangszeit von den Blitzen noch mal ein bisschen runtersetzen kann. Vielleicht. Vielleicht gibt es da noch. Und ob es überhaupt Max-Fähigkeiten gibt, also dass man die upgraden kann bis Maximum Level. Und noch mehr Äxte werden gut. So, Full Life wieder, gut. So. Wer triggert denn eigentlich hier die. Das sind die Schweinchen, sind das? Mit dem Rutschangriff. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich packe auch mal ein paar. Blutaxt. Verringert die Abstandszeit, das hört sich gut an. Dann geht das noch schneller, wenn die rausspawnen. Bisschen Deadmas Style zocken. Da kenne ich mich auf jeden Fall ein bisschen mehr aus, was so Fertigkeiten und alles wirklich angeht. Und da schaffen wir es dann meistens, denke ich mal, jedes Mal zum Dracula, wie wir ihn nennen. Aber habt ihr den Crit Damage gesehen da unten? Na Junge, das hat er richtig reingeschäppert hier gerade. Weltstufe erhöht. Wir sind jetzt auf Weltstufe 10, da kommt der Boss. Mal schauen, wie viel Schaden wir überhaupt machen bei dem Kollegen. Lass mal hier die Minions loswerden. Jetzt haben wir noch keinen Schaden gemacht. Das ist super. Kälteschaden, Blutenchance. Wir drehen mal. Blitzschaden, Bewegungsgeschwindigkeit. Naja, weiß nicht, brauchen wir nicht. Nehmen wir das mit. Oh, das wird lange dauern. Mit dem Bild wird es lange dauern, ihn zu legen hier. Wir schauen mal, ob wir noch in der Zeit ein paar Upgrades kriegen. Obwohl die Blitze gar nicht so schlimm sind. Immer hier die ganze Zeit konstant Schaden reinzudrücken, den Kollegen. Aua. Au, au. Was stehen hier? Komm raus. Das hauen wir hier richtig rein, Mann. Muss man hier. Au, au, au. Oh, oh. Das wird knapp. Die Lebensgeneration ist nicht so stark, wie ich gedacht habe. Gut, einen halten wir noch raus. Vielleicht spawnt er hier noch ein schöner goldener Apfel, ne? Da können wir alle drauf hoffen. Let's go. Oh oh. Ja, das, wir machen zu wenig Schaden tatsächlich. Das dauert hier noch ewig gefühlt.
Bum, bum. Und da hat er nicht auf die Faust geachtet. Ja? So passiert das. Rotors Zorn, Tyrus Zorn, die haben beide den fettesten Damage gemacht. Gut zu wissen, können uns die... Ja, ich weiß gar nicht. Unser Schwert war Arschritze. Ja, vielleicht können wir das Bild ja noch mal ein bisschen umstellen. Wir sind Level 9 sogar schon. Ich denke mal, dass wir noch mal kurz gucken, was wir im Talentbaum noch so mitnehmen können. Was haben wir denn hier noch mal? Jetzt 0,5% Bewegungsgeschwindigkeit für jeden blutenden Gegner. Ja. Wie viele Punkte haben wir denn? Einen. Das haben wir jetzt schon, oder? Hier ist das Blut. Ich glaube, wir müssen nochmal auf... Wir schauen mal, ob es ein Blutungsbild gibt. Wir nehmen auch mal hier den Treffer. Senkt die Ablenkzeit von der zufälligen Fähigkeit. Gehen einfach nochmal rein, oder? Wie viel haben wir denn vor Uhr? 16 Minuten. Easy. Da geht noch was. Wir machen gleich mal den Elite hier platt. Lieber so eine Pixel Games, wenn es euch genauso geht. Das ist genau das Richtige. Bin mal so nebenbei. So, Blutungsschaden. Schützt zwei zufällige Ziele brutal auf. Ich denke mal, dass die auch Blutungsschaden erhalten werden. Ich denke mal, dass wir... Was ist das hier? Skade ist Eisfall. Ich hoffe, dass wir ihn nochmal bekommen, aber ich denke mal, dass wir auf die Klauen gehen. Ich denke mal, dass wir da auch Blutungsschaden verursachen. Der dann auch ein bisschen nachwirkt. Ja doch, Blutungsschaden, ich sehe es. Okay. Das heißt, das reduziert die Abklingzeit von der zufälligen Fähigkeit. Das heißt, wir haben noch eine und kritische Trefferchance. Ja doch, wir nehmen mal kritischen, jawohl, die kritischen ordentlich rein. Und ich würde mal sagen, dass wir jetzt erstmal die Klingen richtig, oder die Krallen richtig hardcore upgraden. Und die Fernkampf, Alter, scheppert jetzt schon richtig rein. Mal sehen, wie schnell wir den Boss wegkriegen dann. Ich glaube, da sind wir das letzte Mal auch drauf gegangen. Kann das sein? In der ersten Runde? Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Klingel. Nee, Wirbel. Nee, danach war dann Wirbel. Klingel. Feurige Rune. Feurige Rune. Platziert eine Rune an deiner Position, die bei der Feinkontakt explodiert. Schwört ein Feuertornado, oder? Der Eisbrocken war doch eigentlich auch ganz gut. Jetzt bin ich mir unsicher. Wir nehmen die feurige Rune mal mit. Haben wir noch nicht gehabt. Da ist die Rune. Okay, das hat sich gelohnt, denke ich mal. Besonders wenn wir die ganze Zeit weglaufen, dann... Die hat auch keinen Cooldown. Also zumindest nicht, wenn sie platziert ist. Da gibt es ja manchmal, dass dann, wenn du platziert hast, dass dann noch 3 Sekunden liegen musst, bevor das Teil hochgeht. Die liegen hier einfach überall rum dann. Entzündungschance. Angriffsgeschwindigkeit. Ah, wir nehmen hier Multiplikator für kritischen Treffer 14% auf. Ausweichenchance. Ja, können es natürlich nur. Wir nehmen die 3 mal. Easy. Es wird bestimmt heftig dann. Wo ich mir nicht sicher bin, ist, ob ich auch Schaden bekomme, wenn ich in meinen eigenen Runen stehe. Wir können es ja mal ausprobieren schnell. Falls überhaupt jemand rankommt an uns. Sieht irgendwie nicht so aus. Keiner möchte rankommen. Und der löst auch gleich die anderen aus. Okay. Wir graden gleich mal. Oder wir rollen. Ah, Fähigkeitsschaden für die Runen ist auch schon insane. Vielleicht ist das ja doch das Meta hier. Runen. Wir schauen mal. Auf jeden Fall Krallen. Krallen, Krallen ist das Ding, glaube ich. Vielleicht mich nicht wieder ablenken lassen, wo die Runen ein bisschen platzieren. Einfach durchlaufen hier. Wer macht das schon, der Kollege? Durchdringungsschaden. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt bei den Krallen. Wir müssen Blutungschance bekommen. Maximales Leben, 35 mehr, nice. Das ist alles gut.
335 Leben haben wir jetzt. Oh, das war fast ein One-Hit beim Elite-Gegner. Mit der Mine. Das ist schon mal gut für die Elite-Runde dann. Weltstufe erhöht. Ich denke mal, dass ich pro Video immer zwei Runs mache, je nachdem wie lange die gehen. Und natürlich, wie immer uns das Glück vergönnt ist, dass wir gute Upgrades bekommen. Anzahl der beschworenen Fähigkeit um 1. Also die Klauen werden nochmal um 1 erhöht. Das ist natürlich auch insane. Das ist Hardcore. Das ist, vielleicht kriegen wir noch einmal eins. Ein bisschen aufpassen. Hier sind ein bisschen viele Schweine. Lebensregeneration, Multiplikator für Crit, kritischen Treffer Chance. Kälteschaden brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Weil ich denke nicht, dass wir Kälteschaden noch upgraden werden. Aber wir haben ja noch 3 Slots frei. Mal schauen, was da noch so kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon alles gesehen habe, also alle Fähigkeiten. Kann natürlich sein. Aber zum Beispiel den Frostpfeil habe ich auch noch nicht gesehen. Den wollte ich ja am Anfang nehmen. Wir schauen mal. Eiskalter Atem. Würgeschlag war scheiße. Obwohl der krassen Schaden macht. Wir gehen ja auf Nahkampf und Blutung. Also. Hier steht aber auch nicht. Wir nehmen einfach mal mit. Schaden kann es nicht. Kommt halt keiner an uns ran. Ist gut. Stehen wir ein bisschen hier still kurz. Geht gar nicht mehr. Zumindest ein bisschen. So, machen wir nochmal die Mine hier hin. Sehr gut. Erfahrungspunkte, sehr gut. Bevor die Elite-Welle kommt, müssen wir auf jeden Fall noch ein Upgrade mitnehmen. Jawohl. Durchdringungsschaden. Maximales Leben auch gut. Ausweichen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das lieber rollen sollten. Wir rollen. Lebensregeneration mal 2. Angriffsgeschwindigkeit, Rüstung. Erhaltene Erfahrung auch nice. Das hat sich mal gelohnt, das zu drehen. Weltstufe erhöht. Jetzt die Elite-Welle. Haben wir doch noch die richtigen Upgrades mitgenommen, würde ich mal sagen. Vielleicht kriegen wir noch ein Upgrade durch hier schnell. Kann sein. Ganz knapp nicht. Jetzt aber. Schwupp Feuer. Das hört sich doch auch gut an. Der schmeißt den Speer, der dann dreimal explodiert, aber mit Blitzschaden. Ich dachte, er explodiert. Vielleicht falsch übersetzt oder so. Kann das sein? Oder ist halt eine Blitzexplosion, ja? Kann natürlich sein. Hört sich zumindest so an. Bum bum. Bleiben wir kurz stehen hier, wenn das kurz möglich ist. Bleiben wir ein bisschen Schaden rein hier. Jawohl. Dass sich die Weltstufe erhöht natürlich bei der Elite-Runde. Wir haben zu lange gebraucht. Egal. Oh oh. Oh, Angriffsgeschwindigkeit. Blutungschance. Ausweichen, Angriffsgeschwindigkeit. Nehmen wir das alles mit hier. Gut, gut, gut. Jetzt wird es langsam heftig, glaube ich. Noch ein paar kleine Upgrades und dann rollt das hier. Dann kommen wir auf jeden Fall mindestens bis Stufe 20. Und dann bin ich mal gespannt, ob da noch ein Boss auf uns wartet. Der ist dann wahrscheinlich so OP, dass man bevor man den Skilltree voll hat, kommt man bestimmt nicht so weit. Aber sind ja gute Dinge. Ein paar Runden haben wir noch Zeit, ne? Verringert die Abklickzeit der Fähigkeit um 10%. Das ist natürlich gut. Das ist gut. Jetzt kommen die Krallen noch schneller. Das ist natürlich heftig und fast durchgängig jetzt da. Natürlich heftig für den Schaden. Ich würde mal aufpassen mit solchen riskanten Aktionen hier. Ah. So. Oh, überhaupt gar keinen Schaden, der Speer, oder?
Oder ist der verbuggt? Ich höre ihn auch gar nicht mehr. Doch, da ist er. Eieiei. Mal hier den Fehlen auf die Mütze. So, wir haben mal nur einen Jump, glaube ich. So, nachdem die Weltstufe erhöht wurde, müssen wir auf jeden Fall unseren Schaden noch mal ein bisschen nachlegen. Oder die Angriffsgeschwindigkeit. Die erhaltene Erfahrung ist natürlich insane. Blutungschance zu 5% ist auch krass. Sammelradius. Kälteschaden brauchen wir nicht. Blutungschance 5. Dann haben wir 10% Blutungsschaden, das ist gut. Chance. Okay, die bluten jetzt alle, ist gut. Kicken alle runter, das heißt einmal treffen, wegrennen. Probleme löst. Ich glaube, der Boss kriegt auch ein bisschen Blutungsschaden, aber wie soll das passieren, wenn der aus Stein ist, ne? Wir werden sehen. Und für Weltstufe 8 jetzt? Okay. Die scheppert's auch nicht rein, los geht's. Bum, bum. Der Dash ist auch ausweichen, das ist ganz gut. Ob man auf 100% ausweichen gehen kann? Ich denke nicht. So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen die Erfahrungspunkte hier unten einsammeln. Und ein bisschen weiter upgraden. Boss Hammer, ich bin mir nicht sicher. Wir müssen hier mal drehen, glaube ich. Ja. Wir könnten Thor's Zorn noch dazu nehmen. Aber wir wollten ja eigentlich auf Hardcore-Nahkampf gehen, ne? Zahn des Riesen. Das gefällt mir alles nicht. Gut, eine Feuernova. Wir nehmen mal den mit. Dann haben wir halt hier so ein Kombi-Bild. Auch nicht weiter wild. Doch. Passt eigentlich schon. Wir wollten ja auf Blutungsschaden halt durch Hardcore gehen, aber wir können es ja nochmal austauschen, wenn was Besseres kommt. Dann sehen wir mal, was passiert, wenn man die gleiche Ability halt nochmal nimmt, wenn man alles schon alle voll hat. Ja, wenn man eine neue Ability nimmt, wenn alles voll ist. Dann fragt er bestimmt, welche ich austauschen will. So, dafür müssen wir jetzt gleich einmal durch die Mitte. Der Boss ist gespawnt. Wir noch eine Fähigkeit hier kommen. Scheiße. Erhöht die erhaltene Erfahrung. Wir nehmen alles mit. Passt genau. Sehr geil. Können wir mal dem Boss ein bisschen Schaden machen. Können wir mal eine Mine setzen. Das ist mir ein Drop, jawohl. Lebensregeneration ist auch ein bisschen zu langsam durch. Aber hier ist noch ein Apfel, sehr gut. Den anderen heben wir uns mal auf. Aber wir machen ein bisschen mehr Schaden wie beim Fight davor. Und das hat reingehauen gerade. Der Dolch ist dabei eben gespawnt. Oh, der Blutungsschaden haut gerade rein bei meinem Kollegen, ne? Muss ich mal schnell heilen. So, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen auf die Mütze. Dann gehen wir mal durch die Minen hier durch. Jetzt haben wir den Speer genau auf ihn, jawohl. Ja doch, das ist der Blutungsschaden, der da so reinkickt. Sehr geil. Ah doch, Blutungsschaden schon beste Lösung hier gerade. Da haben wir ihn auch schon. Jetzt kann es losgehen. Aua. Schnell noch den abnehmen. Nee. Feurige Rune. Nehmen wir doch gleich mal mit.
Und die Ablinkzeit ist insane. Insane schnell für die Runen jetzt. Bin nur noch damit beschäftigt, die ganzen Erfahrungspunkte aufzusammeln. So, voll live wieder, sehr gut. Jetzt haben wir fast alle Erfahrungspunkte eingesammelt, die hier vom Boss gedroppt sind. Das war schon insane viel, ist ja fast das ganze Feld voll mit dem Zeug. Da hätte ich mir doch nochmal nebenbei eine Sammelradius erhöhen müssen. Aber ich finde auch gut, wie die Minen jetzt die ganze Zeit spawnen. Also schnell. Ich glaube, er droppt jetzt auch zwei einfach. Bum bum. Ja doch, zwei sogar. Das ist gut. Das ist gut. Gefällt mir. Maximales Leben, sehr gut. Schockchance. Multiplikator Crit und Rüstung, sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir schon fast 200% Multiplikator für Crit. Das heißt, wenn mal reingekrittet wird, müssen wir jetzt auch noch den Schaden ein bisschen erhöhen. Dann scheppert's richtig. Aber es reicht ja schon, wenn man hier die Leute trifft, dann brennen sie und bluten. Ist gut. Gut. Gefällt mir. Ja, Level, Weltrang 12 quasi, oder Weltstufe 12. Ich weiß gar nicht, was unser Rekord war, ich glaube 16. Wir gehen jetzt einfach die nächsten Upgrades einfach auf Lebensregeneration. Wir sind nicht mehr angewiesen auf die ganzen Äpfel, die dann irgendwann wahrscheinlich nicht mehr spawnen, so groß so auch. Jetzt sogar die kleinen Minions hauen jetzt schon richtig rein. Ich denke mal, dass wir auch auf 400 Leben kommen müssen. So Stage 20. Also. Denke ich mal, keine unschaffbare Aufgabe. Stufe. Ist das eine Elite-Runde? Ne. Sagen wir zwar erst Stufe 13, ey. Mach mir hier ins Hemd. Feurige Rune. Oh, die auf 3. 1, 2, 3. Sehr geil. Jetzt scheppert es richtig rein. Ich nenne es einfach das Runenbild, ja. Das ist einfach fucking OP, glaube ich. Oh. Ja, das gefällt mir. Ich bin nur im Kreis laufen die ganze Zeit. Ich muss mal ein bisschen aufpassen auf Leben schon wieder. Immer hier die. Das ist die Stufe 14. Jetzt wird's interessant. Bin schon aufgeregt, ob wir nicht den zweiten Boss erreichen. Rüstung, Erfahrung, Multiplikator für Crit ist dann auf 2. Junge. Ausweichrolle, noch eine dazu, das ist super. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir jetzt 3 Ausweichrollen. 2, achso, die müssen noch kurz austicken. Ach, hatten wir nicht gesagt, wir müssen auf Leben gehen? Egal, wir haben Rüstung mitgenommen. Fühlt mich nicht ganz so schlecht. Wir müssen auf jeden Fall den Schaden erhöhen. Erinnert mich so ein bisschen. Wer Detmar Style kennt, hier Lifestyle, beste Fähigkeit. Dass wenn du so dashst, dass die dann auch plötzlich angegriffen werden. Wünsche ich mir hier noch. Vielleicht kommt ja noch so ein Charakter, wo man das mitnehmen kann. Man muss wirklich die Bewegungsgeschwindigkeit noch erhöhen, glaube ich. Wir graden das nächste Mal Bewegungsgeschwindigkeit und Leben ab, sofern es da ist. Wenn nicht, rollen wir nochmal. Weil sonst kommen wir hier nicht durch, glaube ich. Viele Abilities am Start. Er verteilt einfach unendlich viele Minen. Alter.
Wirbelschlag, ne? Wir rollen mal. Wir nehmen einfach noch mehr feurige Runen mit. Geil. Jetzt sind schon vier. Bum, bum, bum. So, Stufe 16. Vielleicht schaffen wir die Stufe ja noch. Oh. Vielleicht schaffen wir die Stufe ja. Wollte gerade sagen. Und der schien so ein Pack rein. Hm. Jetzt aber. Oh, die Musik schon zu Ende. Nee, da geht sie wieder los. Ich würde sagen, hab ich was verpasst? Brauch einen Apfel bitte. Schenk mir einen Apfel. Please. Ein Äpfelchen. Verteilen hier aber noch ein paar mehr Minen und lassen die mal kurz rankommen. Bum, bum, bum. Okay, Stufe 17. Unser persönlicher Rekord gerade und fast full life wieder. Lebensregeneration auf jeden Fall. Blutungschance noch höher. Ausweichen. Erhaltene Erfahrung. Ich denke mal, dass wir so fast über Kriegel haben. Zumindest fühlt sich so an gerade. Aua, aua. So ein paar Minen hier close verteilen. Mal aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit von den Kleinen hier Schaden kassiere. Sonst ist die Runde super schnell vorbei. So, hier unten haben wir schon einen Haufen Minen. Wir laufen jetzt einfach mal die ganze Zeit im Kreis und verteilen die Minen und lassen die dann mal rankommen. Das ist der neue Plan. Oh, sie haben es gerochen. Und gesnifft. Stufe 18. Das haben wir jetzt nicht mehr weit. Wir können hier fast keine Sekunde mehr stehen. Oh oh. Die spawnen jetzt so weird. Einfach auf einem drauf. Machen wir hier ein bisschen Schaden raus jetzt. Ah, die Anzahl der beschworenen Fähigkeiten. Ist das nicht der. Ja, nice, dieser Speer, der dann da gerade eben aus Fett Damage gemacht hat. Quasi das Minenbild jetzt. Scheiß mal auf die Krallen. wir schauen mal, wie viel Schaden wir gemacht haben nach der Runde. Bin schon gespannt. Wenn nicht, ist ja immer Zufall, was am Anfang spawnt, aber wir schauen mal, ob wir nächstes Mal nicht die ganze Zeit rollen können, um die Minen gleich zu bekommen. Und wir so schnell wie möglich 4 Minen bekommen. Und dann. Obwohl der Blutungsschaden auch richtig reinscheppert eigentlich. So viele Möglichkeiten hat man ja irgendwie noch nicht, aber kommt bestimmt in den nächsten Wochen noch was dazu. Bum, bum, bum. Müssen mal die Erfahrungen damit einsammeln. Fällt mir gerade mal auf. Ich habe die ganze Zeit gefragt, warum steige ich nicht auf. Wow. Ah, ich würde einfach alles mitnehmen, glaube ich. Oder wir rollen. Ich glaube, wir rollen. Oh, maximales Leben plus 20. Angriffsgeschwindigkeit. Crit. Sammelradius. Oh, war doch schon ein bisschen besser. Wir haben immer noch nicht geschafft, 400 Leben zu bekommen. Boss. Muss halt mit mehr Leben wahrscheinlich nicht. Oh war ja.
Mal schauen, ob wir hier noch einen Abwehr durchgeprügelt bekommen. So, ob wir jetzt gleich mit dem nächsten Hit sterben. Wir schauen mal. Machen wir die große Runde hier. Ein bisschen Leben aufzufüllen. Jawohl. Feuernova, zerschmettern, müssen rollen. Klauen. Ja, mal schauen, ob das noch was bringt am Ende jetzt. Ja doch, jetzt machen sie konstant Schaden. Das ist auch super eigentlich. So, 80 Leben haben wir noch. Lebensregeneration kriegt man ein bisschen rein hier. Die Anbau durch die Minen laufen müssen. Wir verteilen jetzt mal hier und lassen den Boss mal ein bisschen spawnen hier. Oder kommt er gar nicht hier rüber? 28 Leben. Wir haben super viele Minen verteilt. Jetzt gönn die mal die Minen, mein Kollege. Jawohl, hier gibt's Äpfel. Sehr gut gerettet. Das ist natürlich unlimitiert viel drin, ne? Müssen wir uns ein bisschen weiter hier hinten aufhalten. Haben die eigentlich einen Effekt auf den Kollegen? Ja. Einmal den Schaden nicht mitnehmen, das wäre ziemlich gut. Jetzt kommen wir hier hinten hin, Mann. Wir sind tausende Minen. Oder so, triggert er die gar nicht? Der triggert die gar nicht. Oder? Doch, doch. Er ist doch auf die Minen geflogen. Sehr geil. So, welche Stufe erhöht? Ich glaube, wenn man so viel übereinander setzt, gehen die einfach hoch, oder? Das ist natürlich auch eine gute Strategie, ja. Einfach alles vollsetzen hier. Jetzt ist noch keiner näher gekommen. Ging aber auch keine Erfahrung dann. Ja, ein bisschen reindashen hier. Schweinchen ist in die falsche Richtung gelaufen. Ja, einfach alles voll drop, Jan. Ah, das gefällt mir nicht. Wir rollen mal. Maximales Leben nochmal. Dann sind wir endlich auf 400. Angriffsgeschwindigkeit. Multiplikator für Crit. Ach, können wir uns nicht leisten. Ach, schade. Ja, ja. Ich will mal ein bisschen mehr Blut einsammeln hier. Und über den Apfel hier oben. So machen wir den ganzen Quatsch. Wie müssen wir hier weiter runterlaufen? So. Los, lauf in die Minen. Boah, Alter, jetzt haut der Schaden aber richtig rein da von den Fernkampfeinheiten. Will mal schnell drüben nachbefohlen. 114 Leben haben wir sogar. Will mal hier noch ein paar Minen zu setzen, bevor die näher kommen. Bekommen kann. Vielleicht, dass du dann so die ganze Zeit nicht hinsetzt, das wäre natürlich fucking okay. Würgeschlag, durchwerfen. Wir drehen nochmal. Feurige Rune verringert die Aktivzeit. Das ist fucking okay. Jetzt explodiert es komplett. Das ist, er setzt einfach durchgängig Minen.
bum bum. Müssen wir bloß, what the fuck, aufpassen, dass wir nicht ein einziges Mal in den roten Dingern stehen bleiben. Aber wir spawnen ja auch ab und zu mal, okay, wa? Du ist ja nicht. Schön hier durch die Erfahrung. Eigentlich eine ganz gute Runde gelaufen hier. Aber ich glaube, diese Feuer-Ability hätten wir uns auch klemmen können. Ich weiß nicht, vielleicht tauschen wir wieder noch aus, je nachdem, wie lange wir am Leben bleiben. Bum bum. Mal schauen, wie viel mein PC aushält, wenn wir so viele Minen setzen. Ich fang mal hier an, noch ein fetteres Feld zu bauen und die dann da irgendwann reinzulocken. Müsste gleich noch eine Elite-Welle kommen. 25. Ich denke mal, dass der Rhythmus vielleicht nochmal der gleiche. Wir überleben aber erstaunlich lange. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Den letzten durchdringen, kritischen Treffer. Ja, ich glaube, wir wollen maximales Leben, nice. Entzündungschance, Angriffsgeschwindigkeit und durchdringen. Ah, können wir uns nicht leisten. Ah, den ist gut. Auch nicht so schlimm. Alter, was hat denn da gerade reingehauen? Wichtig, wichtig, wichtig. Wir hauen hier nochmal alles voll. Dann laufen wir noch eine Runde. Und dann Spawner von da hinten. Boah, da hinten ist auch ein gespawnt. Das ist natürlich kacke. Oh. Welle. Mal schauen, ob wir die überhaupt überleben können. Ich denke mal, dass die jetzt richtig krassen Schaden raushauen. Gut, die haben ja auch das ganze Minenfeld überlebt, die Kollegen. Jetzt müssen wir mal, ich weiß gar nicht, noch mehr auf Crit-Chance gehen. Wie wir das nicht nächstes Mal sehen. Ich nehme die Clown mit. Ich mache jetzt tatsächlich durchgängig Schaden. Bum, bum, bum. So, XP. Hier machen wir nochmal ein paar Minen hier unten. Damit die, die das spawnen, gleich weg sind. Ich würde erstmal Mächen da unten. Bum, bum. Shepherds hier in einer Tour. Stufe 26. Gut, der Dash ist doch gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Wir halten tatsächlich lange durch. Bin begeistert. Mit dem Bild vor allem. Eieiei. Bin schon gespannt, die Leute, die immer welche Strategies machen für die Spiele. Was, auf was für Ideen die zu kommen. Lass uns überraschen. Hier viel los auf der Karte gerade. So. Ah, das ist hier so ein bisschen Elementarschaden. Upgrades. Kritische Treffer Chance 2%. Wie viel haben wir denn insgesamt? 11% nur. Das hört sich doch gut an. Lebensregeneration. Feuerschaden. Nice, wie gut. Frag mich die ganze Zeit, warum wir nicht kritten. Upgrade ist die ganze Zeit nicht ab, ne? Da braucht man sich nicht wundern. Aber. 12% haben wir jetzt. 12 oder 13. Braucht man sich nicht wundern, warum nicht getriggert wird. Ne? So, vielleicht schaffen wir auch den Boss auf 30. Das wird spannend. Thank you.
Das sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ich darf bloß nicht von irgendeiner Kugel getroffen werden. Die zieht nämlich, glaube ich, 300 Schaden ab. Die wollen es lieber nicht rauswenden. Aber ist gut, dass jetzt hier in jeder Umrundung ein abgespawnt. Ich hoffe, es bleibt so. Ich mache mal wieder ein paar Minen hin. Jetzt hier weg für den Ring. Aber die halten auch schon ganz schön viel aus, muss ich sagen. Oder feurige Rune erhöht die Anzahl um ein. So. Ich glaube, jetzt wird es gleich zu krass. Wie viele Minen der jetzt setzt. Vor allem werden die auch immer weggestoßen von den Minen. Kommen gar nicht mehr ran jetzt. Sehr geil. Wir legen hier einfach mal alles voll, Alter. Ausrunde. Tatsächlich gar kein Leben verloren. 451 haben wir. Nur ein bisschen. Jetzt. Oh ne. Kleine Elfen hauen richtig rein jetzt mittlerweile. Sind dann mal hier runtergelaufen. Jetzt hätte ich gerne noch einen Apfel hier oben. Schwierig. Okay. Wir haben es gleich geschafft zum Boss, Level 30. Kritische Trefferchance, Multiplikator für Crit 39 wohl, das sind fast... Junge. Angriffsgeschwindigkeit und Ausweichchance, wir können es natürlich nicht alles mitnehmen. Ja, wir nehmen nur die wichtigsten mit. So, wie weit können wir mit den Minen gehen? Er ist nicht gestorben da unten. Ja, so schnell kann es gehen. Aber ich meine, die Klauen sind fast 1 Million Schaden. Aber tatsächlich die Minen gar nicht so stark im Schaden. Aber einfach insane, wenn man sich da so eine Linie macht. Schauen wir mal, wie viel Level wir jetzt bekommen. Ach, hier haben wir bis Level 13. Schauen wir mal, was wir im Skilltree noch mitnehmen können. So. Ich glaube, ich würde mal ein bisschen Place machen. Ich weiß nicht, bis wir uns für eine Richtung hier entschieden haben. Oder mal gucken, wie es da so vorangeht, wenn ihr da Bock drauf habt. So, wir haben hier kritischen Treffer Chance. Angriffsgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, wo ziehen wir der physische Schaden, erhöht die physischen Schaden zum 10% nochmal. Blutungschance. Das hört sich gut an. Crit. Ja, wenn du unter 20% Lebenspunkte fällst, wirst du wütend und erhöhst dein Angriffstempo um 100% und dein Bewegungstempo um 50% für 10 Sekunden. Du kannst einmal alle 60 Sekunden auftreten. Das ist fucking crazy. Die Chance auf einen kritischen Treffer steigt mit jedem nicht kritischen Treffer, bis du einen kritischen Treffer erzielst. Das ist auch krass. Ich hoffe, dass man den kompletten machen kann hier. Bin mir mal nicht sicher. Wir lassen uns überraschen. Ich würde die 4 Punkte jetzt nicht verteilen. Oder? Was ist denn uns am wichtigsten hier? Ich glaube, wir gehen mal auf das hier. Angriffsgeschwindigkeit. Bewegungsgeschwindigkeit ist hier. Angriffsgeschwindigkeit wollen wir hardcore haben. Jawohl, damit den ersten fetten Skill. Wenn du unter 20% Lebenspunkte fällst, wirst du wütend und erhöhst den Angriffstempo um 100%.
und dein Bewegungstempo auf 50% für 10 Sekunden. Kann nur 60, alle 60 Sekunden auftreten. Ja, das ist Option P. Da kann man sich schon mal auf die nächste Runde freuen. Ich denke mal, da eskalieren wir noch ein bisschen krasser. Wenn wir dann so, weiß nicht, wie viel Level es gibt. Ich würde mal jetzt sagen, wenn wir Level 50 erreichen, ganz easy peasy, dann gehen wir hier mal im Skill ein bisschen hoch, bis wir diese Stufe erreicht haben, denke ich mal. Also lasst euch überraschen und danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye!